Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, weiter geht's mit dem Bau des Raumschiffs und besser gesagt den Vorbereitungen dazu. Wir schauen nochmal kurz. Es sind immer noch ein bisschen viele Technologien, die wir hier vorher erforschen müssen oder wollen, denn wir möchten ja auch noch ein Spa bauen. Und ich habe mir auch schon überlegt, wo wir das hinsetzen. Und zwar machen wir das hier an diese Stelle. Ich werde hier einen großen Badebereich machen, wo die Leute entsprechend entspannen können. Und das Ganze werden wir noch mit einem weiteren Flur verbinden. Hatte jetzt überlegt, hier einen Flur runterzuziehen und dann den Zugang zu den Geschützen leichter zu ermöglichen. Quasi das hier mit in den Flur zu integrieren, aber... Nee, da habe ich mich umentschieden. So, wir müssen zunächst mal was abreißen und zwar eigentlich die ganze Wand hier. Denn die ist ja im Moment doppelt ausgelegt. Das brauchen wir nur für die Außenwände. Das heißt, auch hier kann abgebaut werden. Hier müssen wir es lassen. Hier geht es nicht anders, weil... Naja, schon alleine, wenn hier mal irgendjemand durchbrechen sollte und dann hier rüber reinkommt, da wäre es mir schon lieb, dass das hier auf jeden Fall doppelt geschützt ist. Okay. Ich dachte, der Düner kommt zum Abreißen, aber der geht einfach dran vorbei. Ist okay. Und was haben wir hier? Granit. Jetzt muss ich mal schauen. Wir haben hier noch 511 Granitblöcke. Das heißt, genügend da. Da werde ich hier mal einfach kopieren. Ja, und der Spa. Wie groß soll der sein? Wie groß muss der sein? Ich glaube, wenn wir das und das abreißen, können wir hier Plan ziehen. Dann ist das groß genug für zwei Spas sogar. Und ich würde wahrscheinlich einen für die Damen und einen für die Herren bauen, damit die sich auch ein bisschen getrennt voneinander erholen können. Das heißt, diese Wand lassen wir stehen. Ja, und diese dann ja eigentlich auch. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich glaube, der Spa ist 2x2. Das ist schon ein bisschen eng. Ich lasse es mal. Ziehen einen weiter. Nee. Nee, das sieht nicht aus. Wir machen eine glatte Kante. Das heißt, wir ziehen hier eine neue Mauer. Und erst wenn die steht, können wir hier dann den Durchbruch machen. Ja, wir können eigentlich auch direkt beide hinstellen. Ein Rentier wurde zahm. Das können wir ja gar nicht gebrauchen. Das können wir schlachten. Ich mache in dieser Serie jetzt keine große Tierzüchterei mehr. Das Einzige, was wir haben, sind die paar übrig gebliebenen Hunde, also Labradors und Huskies. Sonst kommt da nichts mehr zu. Ich glaube, dass wir nicht mal mehr in der Lage sind, Nachschub zu sorgen. Labrador Retriever haben wir zwei Männchen. Oh, und ein Weibchen. Ein Weibchen ist noch da. Bei den Huskies sieht es anders aus. Da ist leider nur noch ein Männchen da. Okay, also hier könnte Nachwuchs kommen. Die ist auch schwanger, die Estelle. Das heißt, Nachschub ist unterwegs. Die Hunde haben hier gerade überhaupt kein Licht, sehe ich. Ich hatte eine Lampe umgesetzt. Die war eigentlich am Ende des Flurs, aber ich nehme die jetzt und installiere die mal hier rein, weil es muss jetzt nicht super hell sein. Das ist ja ein Schlafbereich für Hunde und da reicht, wenn so ein kleines Nachtlichtlein in der Nähe der Tür ist. So, jetzt wird die Jagd auf die Herde gemacht. Das haben wir in der letzten Folge noch beauftragt. Und ein Händler exotischer Güter. Wir werden den mal anfunken. Ich glaube nicht, dass der jetzt noch irgendetwas hat, das wir hier wirklich gebrauchen können. Aber vielleicht können wir ein bisschen Kram loswerden. Mal schauen. So, obwohl, was wir immer kaufen, sind die Bauteile. Da ist mir inzwischen auch fast egal, wie teuer die sind. Auch die Hightech-Bauteile kaufe ich. Die sind zwar sehr teuer, aber die sind halt eben auch sehr langwierig herzustellen. Von daher, immer her damit. Das Flake kommt weg. Das Penoxycillin natürlich nicht. Ja, das Ohr behalten wir. Das müssen wir eigentlich auch noch irgendjemandem anschrauben. Wir gucken mal, wem. Ja, sonst haben wir nichts, was wir hier kaufen wollen. Ich überlege gerade, hatten wir nicht eigentlich auch solche Dinge hier bekommen? Na, ich glaube, die sind kaputt gegangen, oder? Oder haben wir die eingesammelt? Das ist jetzt die große Frage. Das sind nicht unsere. Aber wir hatten in dem Schrein oben ja auch solche Gegenstände. Ich weiß aber nicht, ob die schon reingebracht worden sind. Können wir mal kurz schauen. Also den Handel schließen wir so schon mal ab. Jetzt geben wir ein bisschen Geld aus. Haben aber auch noch genug Silber. Jetzt gucken wir mal kurz beim Schrein.
Ja, hier liegen noch zumindest zwei Sachen. Einmal eine Tierberuhigungswelle oder eine Beruhigungswelle und hier die Schocklanze. Bei den beiden würde ich sagen, bitte mal dringend tragen, damit die reinkommen. Auch bei den Hightech-Bauteilen, die verrotten hier draußen. Das muss eigentlich alles schnell rein. Ja, jo, können wir dann auch verkaufen. Hier ist noch ein Hightech-Bauteil. Ganz dringend weg damit. Ja, es ist halt alles auch noch recht frisch jetzt. Komm, was ist das hier? Sandstein, oder? Ja. So. Da unten wird geschossen. Man hört es noch so leicht im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Jetzt hört das mit Sicherheit. Gut. Ja, die Wand ist nicht komplett aus Granit gewesen. Die Außenwand, die Innenwand ist aus Granit. Die Außenwand hatten wir aus Sandstein drüber gezogen. Und dadurch, dass die natürlich gefärbt ist, können wir das nicht mehr so wirklich 100% unterscheiden. Neuer Rekrut, wir haben, Shadow versprach Fülle für Irma und fragte, ob sie mitmachen will. Irma hat angenommen und tritt der Gemeinschaft von Shadow dabei. Von Shadow bei. Fülle versprachen wir. Fülle von was? Fülle von Ärger haben wir auf jeden Fall. Ja, die Irma ist dabei. Die Irma ist dabei. Und ich habe ja gesagt, dass ich dann die anderen beiden wieder aufnehme. Und wir werden jetzt erstmal schauen. Das hier ist ja ein Herr. Ein männlicher Kolonist. Den werden wir umbenennen. Den werden wir umbenennen. Und das wird jetzt, wer waren die beiden Toten? Templi und Guli. Dann wird das jetzt Templi, Nummer 1. Und die Irma, dort wird jetzt Gertje. Und wenn wir dann einen weiteren Kolonisten bekommen, dann holen wir den Templi auch noch wieder rein. Und dann sind die auch doppelt drin quasi. Einmal tot und wieder auferstanden. Reinkarniert sozusagen. Mein Gott, was ein Blutbad hier. Bitte bloß nicht die abziehenden Leute treffen. Die sind auf jeden Fall glücklich wieder gegangen. Haben keine Geschenke dagelassen, aber vollste Zufriedenheit. Und jetzt schauen wir nochmal bei den Fraktionen. Bei den Rajaya würde ich im Moment halt noch nicht wieder rekrutieren. Aber wenn von den Miyabu mal wieder welche kommen und die uns gefallen, dann könnten wir da durchaus mal ein, zwei Leute rekrutieren. Obwohl ich... ich möchte die Kolonie auch nicht zu groß werden lassen. Ihr wisst, dass ich eher zu denen gehöre, die so mit einer Leiste hier oben ganz gut auskommen kann. Ich weiß, dass einige auch so spielen, dass hier 40 Leute oder was in der Kolonie sind. Das wäre mir persönlich so viel. Das muss ich nicht haben. Ich habe hier übrigens nochmal so ein Mauerstück vorgesetzt. Das ist auch noch nicht gebaut worden. Wir müssen mal gucken, dass wir der Irma jetzt irgendwie was zu tun geben. Irma, wo bist du? Ah, nee, Irma ist jetzt Gertje. So. Wollen wir erstmal Templi auch neu einstellen. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Sollte mich schämen. Oh, das ist... Ja, die sind beide auch nicht schlecht im Versorgen. Jetzt gucken wir mal, ob wir sie jemand anderem wegnehmen. 4. Also Gotcho hat nur Fähigkeit 6. Dann schalten wir es da mal aus. Ascarium 9, da lassen wir es an. Black Knight 7, Gertje 6, da schalten wir es aus. Und dann nehmen wir hier Templi. Der kann das auch noch mitmachen auf 2. So, Bettruhe kriegen alle auf 2. Transport Plus muss auf 1, sonst macht das wenig Sinn. Rearm und Refuel ist hier die Geschütze nachfüllen. Das müssen wir so langsam auch mal aktivieren. Von daher nehme ich das jetzt hier mit einer hohen Priorität rein. Refuel ist ja schon eine Weile an. So. Aufsehen. Ich muss jetzt mich konzentrieren auf Templi und Gertje. So, die beiden sind nämlich noch nicht eingestellt. Hier ist Tierpflege recht, recht hohes Interesse. Also 2 Flammen. Könnten wir bei Templi also einschalten. 8. 12. Ja, wir haben eigentlich jetzt nicht mehr so viele Tiere, dass es sich lohnen würde. Deswegen lasse ich es mal aus. So, Butcher... Und Koch, das nehmen wir raus. Da haben wir unsere 2 Leute für, die machen das auch gut. Könnten hier nochmal bei Keldor schauen. 7. Ja, Black Knight hat sonst nicht viel zu tun, ne? Allerdings, wir brauchen die Leute, die hier auch die Handwerksgeschichten machen. Wir könnten das bei Felix auch noch aktivieren. Mal schauen.
Also Felix bekommt die sich auf jeden Fall auf 2. Und dann können wir hier hinten 3 machen. Dann kann er das noch mitmachen. Aber das hier ist wichtiger. So, Gärtchen. Möchte gerne, hat ein Flämmchen. Naja, und da wir Leute brauchen, würde ich sagen, mach. Harvest, also Feldarbeit und Ernte bleibt dann aber dafür aus. Forstwirtschaft können wir aktivieren auf 3. Load aus, Cremate auf 2. Deliver und Transport auf 4. Und jetzt nochmal über Templi. Ich lasse das aus. Das lassen wir mal an. Obwohl, haben wir eigentlich auch genug Leute für. Waldarbeit dann von mir aus ein bisschen wichtiger. Und ja, da sonst nicht viel ist, würde ich sagen, reinigen auf 2, Transport auf 2. Cremate bei dem mal auf 3. Obwohl, wird dann eh wahrscheinlich schon jemand anderes gemacht haben. Ich lasse es auf 2. Verzeiht. So lassen wir es eingestellt. Besuchergruppe. Das ist Rajaya. Da haben wir gesagt, wollen wir nicht von rekrutieren. Können ja trotzdem mal schauen. Wenn da jetzt der Oberburner bei ist, kann ich es mir natürlich auch immer noch überlegen. Guter Fernkämpfer. Ja, können wir momentan nicht gebrauchen. Also fällt uns leicht, da keinen von abzuwerben. Okay. Die Forschung ist fast abgeschlossen zu den großen Wasserpumpen. Jetzt ist es abgeschlossen. Jetzt kommen die intelligenten Toiletten, die doppelt so viel Wasser sparen wie normale Toiletten und mehr Komfort bieten. Und ja, wir haben inzwischen ja die... Haben wir die Powerdusche schon? Ich meine, die Powerdusche hatten wir, oder? Ich guck mal kurz rein. Hygiene. Da ist die elektronische Dusche. Ist das denn die Powerdusche? Nein, die Powerdusche kommt noch, oder? Nee, das ist das schon. Also hier die Simple Shower. Das erste Modell. Dann die normale Dusche. Benötigt keinen Abwasseranschluss, ist ja auch schon nicht toll. So, dann haben wir hier die elektronische Dusche, die allerdings noch ein Bauteil braucht. Die verfügt über einen großen 111 mm Vierstrahl-Duschkopf, um die schmerzenden Muskeln zu entspannen, Wasserballbedarf zu erhitzen und die Waschgeschwindigkeit zu verdoppeln. Ja, das ist grundsätzlich nicht schlecht, weil wenn die Leute dann duschen, sind sie schneller fertig. Von daher, aber wir bauen es, obwohl wir, wie viel Holz haben wir denn momentan? Wir haben 1500 Holz, wisst ihr was? Wir bauen jetzt ein paar von den elektrischen Duschen. Ich kann sie wahrscheinlich nicht einfach drüber setzen, das wäre natürlich zu schön. Deswegen müssen wir sie erst abreißen, die alten. Kommen die mal weg. Die sind auch aus Granit gebaut. Jetzt gibt es Duschen aus Holz. So, da werden die beiden. Dann haben wir hier vorne noch ein Badezimmer. Da haben wir auch 2 Duschen. Die kommen auch weg. In dem Gefängnisbereich werden wir das ebenfalls machen. So, bei den Toiletten haben wir noch nichts Besseres. Kommen jetzt gerade, dann die Abwasseraufbereiter und die Whirlpools. Okay. Eieiei, meine Güte. Fröschchen im Hals wieder. Hier oben haben wir nur eine Toilette und ein Waschbecken. Im Gästebereich haben wir noch 2 Duschen. Die werden natürlich auch abgerissen. Und ersetzt durch moderne. Ach, hier sehe ich gerade, fehlt uns auch noch ein Boden. Den lege ich dann auch bald mal, weil das sieht ja immer noch schäbig aus, meine Güte. Wie konnte ich das denn so lange übersehen? Aber da guckt man ja auch wirklich nur hin, wenn man es braucht, ne? Also, große Wasserpumpen müssen wir dann noch bauen. Bau von Wasserpumpen und Lagertanks im Industriellen. Ich dachte, da wären nur die Pumpe dabei.
haben wir auch neue Wassertanks. Tatsache, die großen Wassertanks sind endlich da. Dann können wir nämlich diese alten Türme entfernen. Und ja, jetzt seht ihr schon, brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Pass mal auf, dann werde ich den schon gar nicht mehr versetzen. Den werden wir abreißen. Ja, das wird sofort gemacht. So, dann brauchen wir einen großen Wassertank. Und zwar hier unten hin. Nee, lieber hier hin. Hier. Hier. So, wie viel geht da rein? Ach, wenn das gebaut ist, vergleichen wir einfach mit dem alten Holzturm dann. Und, ja, die großen Pumpen. Das ist dann wahrscheinlich hier die Pumpstation. Ja. Die muss jetzt natürlich dann auch auf Wasser gesetzt werden. Ne, Moment, die Pumpstation ist der Ersatz für diese Dinger hier. Diese pumpt, was pumpt die? 1500 Liter pro Tag. Die große Pumpe macht... 10.000 Liter pro Tag. Also, wisst ihr Bescheid. Können wir eine von bauen, dann haben wir den Bedarf schon gedeckt. Das heißt, ja, machen wir auch. Pumpstation hier hin. Und wenn die gebaut ist, dann können wir die alten Pumpen abreißen. Ja, wir haben noch viele Bauprojekte hier mit dem Boden, die Rohre in der Wand und alles. Das muss natürlich auch noch gemacht werden. Hier fehlt jetzt noch ein Stück vom Stromkabel. Können wir das hier bald entfernen? Können wir mal kurz gucken. Da ist es schon fertig. Hier fehlen zwei Stücke. Wir können das dann hier noch durchziehen und dann geht es hier entlang und das können wir dann entfernen. Hier können wir es jetzt schon machen. Wähle Ähnliches. So, und abreißen. Da ist der Wassertank, der sich jetzt füllt. Der hat eine Kapazität von... Ja, wir müssen in die Info gucken. Steht nicht dabei. Die Kapazität steht nicht dabei. Aber gut, es passt viel rein. So viel ist sicher. Schade eigentlich. Okay. Die brauchen natürlich auch 1000 Watt, deswegen die mal schnell weg hier. Dann werden wir diesen Turm jetzt auch abreißen. Die Leitung ist fertig, die Stromleitung, dann werden wir das aber entfernen. Bin mir überlegen, ob ich hiervon noch eine zweite baue. Wir pumpen 10.000 Liter pro Tag. Aber wir haben eine Kapazität von 13.000 Liter pro Tag. Das sieht aus, als ob das nicht angeschlossen ist hier irgendwie. Ist es aber. Aber schaut mal, jetzt wird gerade gewässert und jetzt ist das Ding gleich schon wieder leer. Jetzt geht es wieder nach oben. Moment, was reißen die denn jetzt ab? Das Rohr. Ja, aber die Rohre... die Rohre haben wir aber noch nicht neu verlegt. Da weiß ich, was hier das Problem ist. So, das Rohr müssen wir dann hier auch nochmal langlegen. Das ist sowas. Ich dachte, ich hätte das Stromkabel vorhin markiert. Waren aber die Rohre, ist nicht schlimm. Muss nur schnell neu gebaut werden. Gut, dass wir jetzt Holz als Baumaterial haben. Dann können wir den Stahl und die Steine sparen. Für Mauern. Hier haben wir noch einen Brunnen. Können wir eigentlich auch mal austauschen durch einen großen Brunnen. Da ist ein tiefen Brunnen. Ja, da ist gar kein tiefen Wasser.
Naja, hier ist überall tiefes Wasser noch. Was ist das denn für eine Pumpe hier? Das ist ein normaler Brunnen. Dann lasst uns... Das ist ein tiefen Brunnen. Dann nehmen wir den hier weg. Und stellen stattdessen einen tiefen Brunnen dahin. Denn hier ist das Vorkommen auch noch sehr gut vorhanden. Also tiefes Wasser. Haben wir schon mal eine schlechte gegen eine gute Pumpe getauscht. Hier ist halt für normales Wasser okay. 2100 pro Tag. Hier haben wir 7000 pro Tag. Dann sind wir auf jeden Fall schon mehr, als wir momentan pumpen können hier mit der einen Pumpe. Dann wäre halt wirklich die Frage, ob wir noch eine zweite bauen. Wir machen das mal. Und hier wird ja ebenfalls auch noch gebaut. Also Projekte haben wir momentan genug. Darum dauert das auch hier teilweise so lange, bis was fertig wird, weil wir noch so viele Sachen offen haben. So, wir haben Besucher von Miabru. Wir haben einen Waffenhändler im Schiff, den brauchen wir nicht. Und Düna ist im Laufrausch. Gut. Wer hat Zusammenbruchsrisiko? Das ist Gerd hier. Da gucken wir kurz nach, was das Problem ist. Kein ansehnliches Schlafzimmer. Was? Aha, sie ist habgierig. Sie muss ein wirklich ansehnliches Schlafzimmer haben. Das ist bei uns generell ein Problem. Jetzt muss man eben gucken, wo Gerd hier überhaupt schläft. Wo schläft Gerd hier? Hallo? Die hat überhaupt gar kein Schlafzimmer, oder sehe ich das richtig? Frei? 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 Keldor? So, Moment, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Wir haben die zwei, die drei, die zwei. So, da gucke ich zuerst. Hier schläft Gotcho, da ist frei. Keldor, Kuzia, Shadow. Felix, Black Knight. Dann haben wir hier Doodlecake, hier ist Ascarium und Düna, hier ist Maxidom, Humphreyd, LP. Das waren alle Quartiere hier. Dann haben wir hier oben noch vier Quartiere. Und das ist frei, Bronco, Harlequin, frei. Gertja hat überhaupt keinen Schlafbereich. Dann, das ist Felix, dann kriegt die jetzt eins hier. Zuweisen. Gertje. So. Oh mein Gott, ist die unzufrieden. So. In Dunkelheit, dreckig, hungrig. Transhumanist frustriert. Ja, das kommt auch noch dazu. Die möchte halt gerne ein Implantat. Wir können uns mal den körperlichen Zustand anschauen. Ja, das ist überhaupt keine Beeinträchtigung. Um die glücklich zu machen, könnten wir ihr natürlich jetzt noch ein Ohr implantieren. Oder egal, irgendwas. Die will einfach nur irgendein Implantat haben. Hier hätten wir halt das Bein. Hier hätten wir das Ohr. Wisst ihr was? Ich gebe ihr das Ohr, weil das Ohr braucht, glaube ich, kein anderer. Da gucke ich jetzt aber lieber auch nochmal drüber. Linker Arm, rechtes Ohr ist egal. Ja, hier haben wir schon ein bionisches Ohr. Ein zweites würde ich hier nicht einsetzen. Hier hatten wir das Bein für gebaut. Das finde ich eigentlich auch Blödsinn. Hier haben wir zwei Schnittnarben in beiden Augen bei Maxidom. Aber wir haben noch kein... Da, rechtes Bein abgeschossen, da ist es doch so. Pass mal auf, dann machen wir jetzt erstmal zwei Operationen. Der Black Knight bekommt das bionische Bein, das fertig ist. Moment, welches war es jetzt? Verdammt. Das gucken wir aber nochmal nach. Das rechte Bein, so. Also Operation, Aufgabe hinzufügen. Implantiere bionisches Bein, rechtes Bein. Das ist Nummer 1. Und Maxidom braucht eigentlich ein Auge, aber wir haben noch kein... Oder haben wir das Auge auch schon fertig? Jetzt gucke ich nochmal. Ist ein bisschen schwer zu sehen hier gerade. Wir haben das Ohr, wir haben das Bein und sonst ist nichts da. Bin aber ziemlich sicher, dass wir das Auge hier noch herstellen. Zwei sogar, jawohl, da sind sie.
Da kommt auch noch ein Bein, das können wir eigentlich, das lasse ich sein. Hightech-Bauteile brauchen wir immer, Energiegewehre brauchen wir momentan nicht, bionischen Arm. Das machen wir noch, bionisches Auge. Reicht uns eins. Damit wir ein bisschen den Bedarf an Hightech-Bauteilen reduzieren können. Ich denke, so ist es in Ordnung. Okay, so, Leute. Black Knight bekommt sein Auge, sein Bein. Und dann kriegt Gerd hier jetzt so völlig ohne Bedarf, nur um die ein bisschen glücklich zu machen, kriegt das Ohr. Und zwar machen wir das in das linke Ohr. Echt, das ist wirklich nur, um die glücklich zu machen. Weil sie halt eben Transhumanist ist, die möchten gerne ihren Körper verbessern. Die Transhumanisten haben, ich will nicht sagen, einer eine Glatsche. Aber das sind halt eben Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Technologie sie verbessern könnte. Das ist eine ganz normale, ja, Glaubensrichtung, kann man ja schon fast sagen. Könnte es auch Religion nennen. Aber, naja. Da muss jeder selber wissen, was er davon hält. Ich bin da eher skeptisch. Aber gut, haben wir denn noch alles da? Wir haben noch genug Stahl und Bauteile hierfür. Die Rohre sind inzwischen auch verlegt. Der Wassertank ist angeschlossen, füllt sich. Die Pumpe hier oben ist auch noch nicht gebaut. Okay, wir haben relativ viele Leute hier drin hängen ständig. Das werden wir jetzt mal ausschalten. Mit Erlauben aus. Hab da mal genug gemacht hier. Warum wird dieses Stahlding verboten? Das. Ich kann das nicht mal erlauben. Was ist das denn? Erlauben. Und dann kommt ein X dran. Ist nicht erlaubt. Hm. Weiß ich nicht. Vielleicht nicht ganz fertig abgebauter Brocken? Ach nein, das X ist von der. Oh Gott, Leute. Das X kommt vom. Hier, von der Grube selbst. Peinlich. Ihr habt nichts gesehen. So. Die letzten Bodenplatten kommen langsam. Dann verschwindet gleich irgendwann dieses Stückchen Rohr auch. Dann kommt hier noch ein großes Klärwerk rein, vielleicht hier oben. Mal schauen. Die intelligenten Toiletten sind fertig. Jetzt gucken wir mal erstmal, ob die Duschen alle fertig sind. Die sind fertig. Die sind fertig. Und ja, Gefängnistrakt ebenfalls noch. Da reißt. Oh mein Gott, vier Duschen, ey. Eins, zwei. So, eins, zwei, drei, vier. Die kommen alle weg. Da brauchen wir neue ein. Und die Toiletten ersetzen wir auch. Und zwar. Warum sieht diese Toilette anders aus? Schau mal, hat da einer den Deckel hochgelassen und hier nicht? Hier ist der Deckel unten. Tatsache, ne? Ist wirklich so. So, aber die kommen alle weg. Drei Toiletten. Und dann gibt es die elektronische Toilette und die bauen wir auch aus Holz in diesem Fall wieder. Drei Stück. Jetzt kommt wahrscheinlich gerade keiner. Doch, da. Gerd hier macht's. Felix hilft und Düner auch. Gut, das wäre das eine Badezimmer. Das zweite ebenfalls. Jetzt ist Schlafenszeit und dann nutze ich diese Gelegenheit auch, um die Folge zu beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Doc. Tschüss.